Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 hier in unserer Experten-Videoserie zum Thema Projektsteuerung. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind hier in Staffel 1, wie ich als Projektleiter ein Projektfundament aufbauen kann, aus dem sich meine Projektbeteiligten nachhaltig motivieren können. Hier im Teil 4 geht es heute um die Frage, wie kann ich als Projektleiter meine einzelnen Projektbeteiligten schnell und routiniert in mein Projekt integrieren. Das heißt, dass die sich aus unserem Projektfundament selber motivieren. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich moderiere diese Serie. In den Teilen davor haben wir kennengelernt, warum Motivation und vor allem wie Motivation in Projekten aus meiner Sicht aufgebaut werden sollte. Eben nicht mit einer Spritze, nicht mit einer Tablette, das geht aus meiner Sicht nicht, sondern es muss so aufgebaut werden, dass jeder von innen heraus das Gefühl hat, ja, bei diesem Projekt will ich dabei sein, ich will meinen Teil beitragen, mein Expertenwissen einsetzen und ich will am Ende natürlich auch den Erfolg mitfeiern. Das Ganze ist ein Gefühl und genau dementsprechend kann ich als Projektleiter nur das Projekt so aufbauen, dass sich jeder aus dem Projekt selber heraus motiviert. Das ist der erste Schritt, das ist die Grundlage. Genau deswegen muss ich mir natürlich auch erstmal klar darüber werden, wen gibt es denn alles als Projektbeteiligten in meinem Projekt? Und genau das war Teil 2 und das können sehr viele Personen werden und deswegen haben wir im vorhergehenden Teil darüber gesprochen, wen muss ich wann in mein Projekt integrieren, dass er sich eben selber, ich nenne das integrieren, dass er sich eben selber aus dem Projekt heraus motiviert. Auch das haben wir im letzten Teil gesehen und genau so kommen wir zur Frage, wie? Wie können wir das schaffen? Motivation ist ein Gefühl. Und wie gesagt, ich kann das nicht für alle im 10er-Pack verabreichen. Ich muss mir eben gezielt einzelne Projektbeteiligten, die ich auf jeden Fall für mein Projekt benötige, muss ich dementsprechend, ja, muss ich irgendetwas machen, muss ich das Projekt aufbauen. Das heißt, nehmen wir den Projektsponsor als erstes Beispiel. Das Projekt muss für ihn so interessant sein mit dem Aufbau, dass er auf jeden Fall dabei sein will. Und das ist, wie gesagt, ein Gefühl. Das heißt, für mich ist es wichtig, überhaupt erstmal zu erkennen, wie motiviert ist der Projektsponsor, der einzelne Projektbeteiligte überhaupt. Und genau darüber fange ich an. Das heißt, ich muss auf irgendeine Art und Weise feststellen, ist die Person, der Projektsponsor, bereits jetzt am Anfang motiviert, gerne und freiwillig, proaktiv und freiwillig mitzumachen, ja oder nein. Es gibt Projekte, da wird sogar dem Projektsponsor das Projekt, im wahrsten Sinne des Wortes, aufs Auge gedrückt und er ist nicht Feuer und Flamme. Das ist eine Katastrophe. Da muss ich als Senior-Projektleiter dafür sorgen, dass er sagt, ist ja doch ganz interessant, wie der Herr Dr. Moss das macht. Und das Ergebnis auf einmal, da ist mehr drin, als ich dachte. Und genau das ist die Idee. Das heißt, ich muss vorweg selber mir erst einmal darüber einen Einblick verschaffen, wie hoch ist die Motivation des Projektsponsors. Und da es sich um ein Gefühl handelt, kann ich das selber bestenfalls überhaupt nur einschätzen. Das heißt, um die Motivation, um das Projekt richtig aufzubauen, dass sich der Projektsponsor selber daraus motiviert, muss ich als erstes seine Motivation einschätzen. Das ist meine Aufgabe. Und genau hier hilft mir wieder die Projektsteuerung mit einer Methode, die einfach dabei ist. Ich benutze hier 2 Fragen. Das heißt, ich schätze die Motivation von einzelnen Personen über 2 Fragen ein. Auch hier wieder, bedingt durch die Zeit, ich kann es jetzt nicht bis ins kleinste Detail wiedergeben, aber die Idee und die Fragen, natürlich, die bekommen Sie hier. Die erste Frage. Ich frage mich, ist
das Ziel des Projektes so interessant für den Projektbeteiligten, in dem Fall unser Projektsponsor, dass er auf jeden Fall dabei sein will. Die Projektsteuerung würde mir hier noch eine, ich sag mal einfach formuliert, eine Checkliste mit an die Hand geben und sagen, geh diese Checkliste durch und dann kannst du sehr gut selber einschätzen, ob das so ist oder nicht. Der Vorteil dieser Checkliste ist, dass ich nicht nur einschätzen kann, wie die Motivation ist, sondern ich kann dann auch sehr einfach davon ableiten, wie muss ich dann das Projekt aufbauen, dass sich der Projektbeteiligte, in dem Fall der Projektsponsor, selber motiviert. Und das ist die Stärke dieser Vorgehensweise. Ja, ich frage mich also, ist das Ziel des Projektes für den Projektsponsor interessant? Nehme ich einfach mal ein Negativbeispiel. Ich als Projektleiter habe ein Projekt, wo ich eine gesetzliche Regelung im Finanzbereich umsetzen will. Dafür ist weder die Zeit noch das Budget überhaupt da und der Finanzdirektor, der für den Bereich zuständig ist, der muss dieses Projekt durchführen, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, gehe ich mal davon aus, dass es ihm gar nicht gefällt, dann werde ich das automatisch anhand dieser Frage, die ich hier gestellt habe und dieser 5 Unterpunkte, schnell feststellen, dass er das Ziel des Projektes, nicht prickelnd findet. Anhand dieser Unterpunkte, dieser Checkliste, es sind 5, deswegen winke ich so, kann ich genau feststellen, woran es hapert. Gefällt ihm das Ziel nicht? Haben wir das Budget nicht? Woran liegt es? Und da kann ich ganz genau ableiten, wie kann ich das Ziel verändern, anreichern, dass es für ihn interessant wird. Und das ist die Stärke. Die zweite Frage. Ich frage mich auch, ist die Aufgabe, die er hier übernimmt in unserem Projekt, die Aufgabe, auf die er am Ende, wenn das Projekt fertig ist, stolz sein will? Bleiben wir bei unserem Projektsponsor, dem Negativbeispiel. Der ist Projektsponsor, er ist Finance Director, soll Sponsor werden in einem Projekt, wo es um die Umsetzung einer gesetzlichen Regelung geht. Eigentlich hat er, wie gesagt, auf das Ziel hat er überhaupt keine Lust. Zeit da rein zu investieren und irgendwelche Entscheidungen zu treffen, hat er auch keine Lust. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, dass ich durch einen Zufall herauskriege, dass der Vertriebschef dieses Projekt eigentlich interessant findet. Warum? Wir wären die erste Firma am Markt, die diese gesetzliche Regelung umsetzt, die zwingend erforderlich ist, auch für ihre Konkurrenz. Und jetzt erkennt der Vertriebschef, dass ich als Projektleiter das Projekt so aufbaue, er sieht das ja, ich fange ja schon an mit dem Projektaufbau, dass ich das sehr stringent und erfolgsversprechend mache, eben mit meiner Projektsteuerung. Und ich baue sogar noch 1-2 Dinge ein für den Vertriebschef, dass der auf einmal sagt, wow, das Projekt ist ja super interessant für mich, denn wenn wir das in der Zeit hinkriegen, sind wir eine der ersten Firmen am Markt und können damit Marketing machen. Damit gewinne ich Kunden, die heute vielleicht bei anderen Firmen sind. Und auf einmal wird der Finance Director hellhörig. Moment, der Vertriebschef findet das Projekt interessant, möchte sogar in den Lenkungsausschuss mit reingehen, um eben Kunden, Neukunden für uns zu gewinnen. Der Vertriebschef sagt auch, da brauchen wir unbedingt den Marketingchef noch mit dabei. Denn wie gesagt, da brauchen wir intensive Marketingmaßnahmen, dass unsere neuen Kunden auch davon erfahren, dass wir hier die Ersten sind, die das bereits dann fertig haben. Ja, auf einmal haben wir den Vertriebschef mit an Bord im Lenkungsausschuss, sehr interessiert. Der Marketingchef, den der Vertriebschef mitbringt, ist auf einmal auch sehr interessiert. Und was glauben Sie, ist auf einmal der Finance Director. Er kann beweisen, dass er diese gesetzliche Regelung natürlich perfekt umsetzen kann in seinem Bereich und dem Unternehmen, und er ist Finance Director, etwas liefert, mit dem neue Kunden, neuer Umsatz generiert werden kann. Ich wäre nicht überrascht, wenn in der Situation Sie automatisch noch ein viertes Projekt-Lenkungsausschussmitglied bekommen werden, und zwar den Vorstand des Unternehmens. Sie sehen, ich bin hier in der Lage, über die 2 Fragen, Ziel, ist das Ziel so interessant und ist die Aufgabe
so interessant, kann ich ganz fokussiert ableiten und erstmal einschätzen, wie ist die Motivation einer Person und dann ableiten, was kann ich als Projektleiter, als Maßnahmen durchführen, damit eben das Projekt interessanter wird. Und ich habe Ihnen gerade ein Beispiel genannt, wo ich das Ziel etwas erweitere, dass es eben für den Vertriebschef genutzt werden kann, Neukunden zu gewinnen. Und der braucht den Marketingchef dazu. Naja, und auf einmal ist das Projekt für den Finanzdirektor super interessant, weil er kann hier etwas zum Unternehmenserfolg hinzusteuern, was er in dieser Art und Weise in der Regel nicht oft kann, nämlich neuen Umsatz und neue Kunden. Sie sehen, mit diesen beiden Fragen kann ich schnell und routiniert einschätzen und den Grund finden, wie ich eine Person für unser Projekt integrieren kann, dass sie sich selber aus dem Projekt heraus motiviert. Ich muss natürlich zugeben, das Beispiel, was ich jetzt hier genannt habe, ist natürlich ein sehr einfaches und plakatives Beispiel. Im Projekten, die Welt ist immer etwas bunter, komplexer, schwieriger, herausfordernder, sind die Fragestellungen oder die Beantwortung, die Situationen in der Regel komplexer. Und genau deswegen gibt es ja eben eine Projektsteuerung als Möglichkeit, wie ich hier sehr einfach als Projektleiter mein Projekt steuern kann und die Einschätzung über eben eine Checkliste für Ziel und Aufgabe vornehmen kann. Und ich übersetze das auch nochmal, das Ziel muss so interessant sein, dass der Projektbeteiligte, der Projektsponsor, auch der Vertriebschef in unserem Beispiel, sagen will, ja, da will ich dabei sein. Und dann sind die automatisch im Lenkungsausschuss dabei, denn die zweite Frage, die Aufgabe, und da ist übersetzt der Inhalt, die Aufgabe muss so interessant sein, dass Sie sagen, ja, ich will auf meinen Beitrag, was ich in dem Projekt als Aufgabe gehabt habe, auch stolz sein. Dann werden genau die Antwort, wenn ich das Projekt so aufbaue, wird genau das Projekt das liefern, das die Kollegen, die ich gerade genannt habe, Sponsor, Marketingleitung, vielleicht der Vorstand und natürlich auch der Vertriebschef, dass die automatisch sagen, wir wollen mit in den Lenkungsausschuss. Und ich sage es Ihnen, die werden immer in den Meetings dabei sein, mit riesen Ohren und super neugierig. Das bringt mich automatisch zu meiner nächsten Frage, zum nächsten Teil. Woher bekomme ich denn die Informationen für die Einschätzung? Ich habe Ihnen hier erzählt, wie ich vorgehe, dass ich eine Einschätzung brauche und wie ich dann bei der Einschätzung über Ziel und Aufgabe, wie ich das mache. Aber woher bekomme ich die Informationen, damit ich überhaupt einschätzen kann? Ja, das ist unsere Frage für den nächsten Teil. Ich möchte mich wieder mal für Ihre Zeit, für Ihr Interesse bedanken und freue mich, Sie wiederzusehen. Ihr Dr. Martin Moss.